Grüß Gott und herzlich willkommen zu Spirit Leben mit Stil. Ich begrüße wiederum Schwester Margarita Valla-Piller, mit der wir schon über den Advent gesprochen haben. Schwester Margarita, Weihnachten ist heute unser Thema. Was wird eigentlich an Weihnachten gefeiert? Ja, Gott ist selbst zur Welt gekommen, um uns zu retten. Das heißt, wie wir auch im Johannesevangelium lesen, Gott Vater hat seinen Sohn zur Welt gesandt, als unser Erlöser und Retter. Und das ist das Fest. Er ist Mensch geworden für uns, um uns zu retten. Aber es ist doch eigentlich eine unglaubliche Vorstellung, dass Gott Mensch wird, der Schöpfer wird Geschöpf. Genau. Und ist das fassbar? Das kann man doch gar nicht fassen. Doch. Wir müssen es glauben. Wie glaubt man sowas? Wie soll ich das sagen? Ich glaube an Gott. Wie kann man glauben, sagen Sie? So? Ich möchte Ihnen was sagen. Ich habe ein Gespräch zugehört, einer zu anderen gesagt hat, wie kannst du glauben, dass Mutter Gottes erscheint? Dann sagt der andere, ja, wie kannst du glauben, dass dein Vater ist? Ja, da würde man heute sagen, da gibt es wissenschaftliche Methoden, das nachzuprüfen. Ja, aber ich kann nur von mir ausgehen. Ich kann nicht sagen, ich glaube an Gott und ich spüre ihn, ich darf ihn spüren und ich bekomme eine Antwort für meine Bitte. Ich spüre einfach ihn. Nun feiern ja fast alle Menschen Weihnachten, wenigstens hier in Deutschland. Es ist ein Fest, das irgendwie alle berührt, mehr oder weniger. Es ist ein Fest der Liebe, es ist ein süßes Fest, ein Friedensfest, wird gesagt, obwohl es an Weihnachten die meisten Streitereien gibt, wie wir wissen. Was ist denn der Grund dieses Friedens? Wer ist der Grund dieses Friedens? Sie haben gesagt, Gott wird Mensch. Also wir feiern Menschwerdung Gottes. Genau. Und das ist Jesus. Und Jesus lebt heute. Genau. Jesus lebt auch heute. So wie vor 2000 Jahren. Er lebt auch heute. Ja. Sie haben eben gesagt, er ist Mensch geworden, um uns zu erlösen. Das setzt voraus, dass man begreift, dass wir erlösungsbedürftig sind. Wovon müssen wir denn erlöst werden? Von unserer Sünde. Und was ist Sünde? Das sagen heute die Leute, wenn ich Kuchen esse, damit auf der Waage wieder etwas mehr ist, dann sagt man, oh, ich habe wieder gesündigt. Ist das Sünde? Nein. Das ist keine Sünde, weil man die Gebote Gottes nicht halten. Was sind die Gebote Gottes? Ja, das wissen heutzutage viele Leute nicht. Sagen Sie es uns? Ja, das sind 10 Gebote. Es gibt viel zum Erklären dazu. Mhm. Du sollst nur einen Gott haben, nur einzige. Nicht zum fremden Götter gehen zum Beispiel. Was sind denn heute fremde Götter? Geld, Mammon, Anerkennung, Ehre, Stolz? Nicht nur das. Es gibt noch mehr. Zu fremden Religionen gehen. Buddhisten werden, Hinduismus und alles Mögliche. Nur beim wahren Gott nicht bleiben. Weil sie immer wieder denken, oh, das ist was Exotisches. Es ist was Besonderes. Immer was Modernes wollen sie. Mhm. Auch zum Heiler gehen. Also Wahrsager und Handlesen. Mhm. Das ist alles gegen das erste Gebot. Und was ist Geschichte, ein 5. Gebot zum Beispiel? Mhm. Du sollst nicht töten. Wissen Sie, in letztes Jahr waren 46 Millionen Abtreibungen. Auf der Welt? Auf der Welt, ganze Welt. Habe ich gelesen. 46 Millionen Abtreibungen. Und wenn Jesus heute käme, was trifft er an heute? Was sieht er? Aber was Sie wird sagen, er antreffen? Aber Sie sagen, er kommt ja, er ist ja da, er lebt heute. Aber ich meine, wie wir in Offenbarung lesen, das ist letztes Wort von unserer Bibel, wie heißt es? Ja, ich komme. Das ist seine Wiederkunft. Das ist der, dass der dies bezeugt, spricht. Ja, ich komme bald. Amen.
Komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Dieser Jesus kommt. Er kommt. Und wir warten auf ihn. Ich hoffe, dass er bald kommt. Oft denke ich, dass die Menschen nicht mehr sündigen, noch mehr in Sünde leben. Es wird immer schlimmer. Also Weihnachten wäre oder ist eigentlich eine Gelegenheit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Genau. Wie macht man das im Familienkreis? Wie feiert man denn heute Weihnachten? Ja, das frage ich mich auch. Wie feiern Sie hier in Deutschland? Wie feiern Sie Weihnachten? Oh, es ist ein wunderschönes Fest. Mittelpunkt ist das Christmette. Also nicht der Geschenketisch? Nein. Und auch eine Krippe ist, jedes Haus ist eine Krippe. Und wir können noch erinnern, wie Papa mit uns zusammen so Lampe gebastelt haben, so aus Papier, und die Birne da reinhängen. Und sagte immer, wenn die drei Könige kommen, müssen wir auch Licht leuchten, dass sie treffen, wo Jesus Kind ist. Also, wichtig ist, dass wir zur Heiligen Messe gehen. Mitternacht, um 12 Uhr. Und dann kommen wir heim. Dann wird gefeiert. Aber nicht die Geschenke, nein. Frieden und Freude. Und dann auch Bibel lesen, das ist sehr wichtig bei uns. Wenn manche Leute sich jetzt hören und uns zuschauen beim Fernsehen, werden sie sagen, die lebt aber in einer anderen Welt, diese Schwester. Wir leben anders. Was sagen Sie solchen Leuten? Aber ich kenne viele Deutsche inzwischen, die ihr Leben sich geändert haben und die glücklich sind mit Jesus. Wir haben über 100 Mitarbeiter in unserem Dienst. Sie haben alle eine Ausstrahlung. Wenn man mit Jesus lebt, wird man jünger, sage ich immer. Wir wollen jetzt nicht verraten, wie alt Sie sind, aber Sie sehen sehr jung aus, sagt man immer wieder, hören Sie immer wieder. Ja, ich fühle mich auch jung, jünger als ich bin. Menschwerdung Gottes an Weihnachten. Warum kommt das so schwer als Wahrheit, als Botschaft in Deutschland rüber? Ja, ich glaube, früher war das ja nicht so wie heute. So 70er Jahre oder so weiter. Da war noch Weihnachten. Zum Beispiel, Sie haben ein Bußandacht. Und das ist eine Vorbereitung für Weihnachten. Bußandacht ist für mich Vorbereitung nur für Beichten. Ich muss erst gebeichtet haben. Und damit ich frei bin von meiner Sünde. Meine Sünde. Und das ist alles, zum Beispiel wollte ich sagen, das ist alles nicht mehr so wie war. Und wenn Sie die Kinder irgendwelche Geschenke geben möchten, so wie ich von Eltern höre, Sie wissen nicht, wie Sie Kinder Freude machen sollen. Weil Kinder alle schon haben, vielfach. Genau, und noch mehr. Deswegen, Sie haben keine Freude, auch Weihnachten nicht mehr. Aber frühere Zeit, wegen Kleinigkeit haben Sie Kinder große Freude gehabt. Nun können wir natürlich die Zeit nicht zurückdrehen. Nein. Wir können keine Not produzieren, wollen das auch nicht. Aber es ist auch bald Not. Es ist bald Not? Sie kommen jetzt als Cassandra hierher und sagen, Nein. Es kommt eine schlimme Zeit? Nein, wir erleben das. Schauen Sie mal überall hin. Zum Beispiel in Krankenhäusern. Die Schwestern haben keine Zeit mehr, um die Kranken zu kümmern, sozusagen. Nur das Notwendigste sollen sie machen. Stellen Sie mal vor, wie es ihnen geht dabei, alte und kranke Menschen. Es war alles nicht so. Also Weihnachten wäre auch eine Zeit für Zeit, eine Zeit, um Zeit zu haben. Ja, und mal hinsetzen und nachdenken. Aber Sie sprachen noch von, wir wollen noch mal bei dem Begriff der Sünde bleiben. Also Gott wird Mensch, um uns Menschen zu erlösen von der Sünde. Sünde. Nun ist er vor 2000 Jahren Mensch geworden. Ja. Sind wir nicht alle längst erlöst? Warum feiern wir das dann noch extra? Wir sind alle erlöst, meinen Sie? Wenn das, was Sie sagen, stimmt, dass Gott Mensch wird, um uns zu erlösen. Erlösen. Aber wir müssen diese Erlösung annehmen. Wie nimmt man die an? Mit ihm leben und glauben.